Servus zusammen und recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von der Kallebach, die neue Map vom Kalle. Und wir sind hier unterwegs mit dem Case Formel und müssen jetzt hier noch ein bisschen eine Schwart legen. Und wir werden in der heutigen Folge schon mal beginnen, hier drüben auf unserem Weizenfeld Stroh und natürlich Weizen zu ernten und Stroh zu produzieren. So ist es eigentlich, glaube ich, richtig herum. Denn wir brauchen ja Stroh für unsere Kühe zum Einstreuen. Und da habe ich uns einfach mal einen Deutz gemietet, denn ihr seht es, die Finanzen stehen immer noch gut und ich wollte jetzt nicht gleich am Anfang hier voll reingehen, denn lasst uns erstmal das erste Jahr hier vorbeibringen und dann schauen wir mal, wo wir stehen, denn wir brauchen mit Sicherheit noch die eine oder andere Maschine. Schließlich müssen wir ja dann die Felder auch ansehen. So. Dann mal hier kurz zurücksetzen. Und hier nebendran haben wir auch schon den Fendt bereit mit dem Wickler, beziehungsweise ich sag immer Wickler, ich meine aber natürlich die Presse. Und ich muss sagen, also dieser Case hier, der ist schon genial. Also wie der hier loszieht, ich muss jetzt gerade nochmal reinschauen, wie viel PS hat denn das Teil überhaupt? So, kompakt. Und der hat doch tatsächlich 140 PS. So, den Lizard hier, den Truck, den haben wir mit 150. Genauso auch den Fendt. Also ich glaube, PS-technisch sind wir relativ gut aufgestellt. Und der zieht echt hier wie das Messer. Gar keine Frage. So, Dele, machen wir noch ein Vorgewende. Und das andere Grasfeld ist auch schon gemäht. Das heißt, wir müssen dann rüber und dort die Schwart machen, weil dort werden wir auf jeden Fall wickeln. Und wir brauchen noch einen Wickler, denn unsere Presse hat ja jetzt keine Wickelvorrichtung. So, jetzt schauen wir mal, wenn wir den hier so losschicken, ob der soweit zurechtkommt. Oh, 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 wo fährt denn der hin? Aber ich denke, das funktioniert, oder? Ja, dann lassen wir uns einfach mal überraschen, ob der es hinkriegt. Nicht, dass er mir hier in die Bäume reinfährt. Mit dem Schwader von Krone. So, dann schmeißen wir schon mal hier den Topliner an. Und dann gehen wir hier rein. Und dazu müssen wir aber erst noch schauen. Haben wir die Strohablage an? Yep, Strohablage ist an. Dann gehen wir hier in die Ernte. Sehr schön. Und dann kriegen wir auch eine Strohschwart. Und dann kriegen wir auch ein Streu für unsere Kühe, für unseren kleinen Kuhstall, der hier an der Seite ist. Erstmal 8 bescheidene Tierchen. Aber ist immerhin mal ein Anfang. Und hier auf der Kallebach ist halt wirklich auch ein bisschen was zu tun. Auch wenn die Map klein ist, hat man trotzdem überall was. Ein paar schöne Felder, Grasfelder. Dann natürlich, wir haben Schweinchen. Also wir noch nicht. Aber es gibt hier auf der Map Schweinchen, Schafe, Pferde und den Kuhstall, den haben wir uns gegönnt. Denn für Schweine müssten wir jetzt ein paar Felder mehr haben und schon mal hier ein bisschen anbauen. Aber Kühe, eine Wiese und dann hat man das relativ zügig. So, dann fahren wir mal hier rum. Das Feld ist jetzt nicht ganz so helferfreundlich. Aber wie gesagt, das tut es erstmal. Wichtig ist erstmal, dass wir überhaupt Stroh bekommen. Und Futter für unsere Hühner. Und wir sind ja im August. Das heißt, wir müssen mal schauen, wann wir ansehen können. Ich glaube, wir können gar nicht mehr ansehen, oder? Augenblick. So, dann schicken wir hier mal den Helfer los und dann schauen wir uns das mal an, wie denn das hier im Timetable sozusagen aussieht im Kalender. Und wir können natürlich Weizen ausbringen, Saatzeitpunkt im September und im Oktober oder könnten Raps noch ansehen. Das wäre auch eine Option, aber wir brauchen eigentlich Gerste oder Weizen für die Hühner. So, die Autos bleiben auch schon stehen. Ja, aber dann machen wir ein ordentliches Vorgewende.
hier direkt an der Straße am Ortseingang zu Kallebach, Kreis Frühling. Vorsicht, da ist ein Schild. Ja, dann fahren wir hier mal rückwärts und machen die zweite Bahn. Ja, das ist alles hier ein bisschen verwinkelt, kleinteilig. Da muss man dann schon ein bisschen vorsichtig sein. Das merkt man auch, wenn man durch den Ort fährt. Also da bleibt man ruckzuck hängen. Das ist natürlich hier alles ganz, ganz eng. Aber hervorragend und wunderbar. Aber nicht wie die Alteiche gibt es hier mehrere Höfe. Es gibt nur einen einzigen Hof. Das andere sind einfach Außenställe. Die Pferdekoppel, der Schafstall, die Schweine und natürlich hier der Kuhstall. Die Hühner, die sind direkt am Hof. Und auch die Felder sind alle leicht zu erreichen im Prinzip. So, 40%. Dann schicken wir hier mal den Helfer los und schauen mal, wie weit unser Case ist. So, der wird dann hier einfach quer durchs Feld fahren, aber das ist soweit okay. So, Dele, wo ist er denn? Oh ja, der hat sich doch festgefahren. Ist klar, ne? Hier oben am Berg. Okay, interessant. Mal überhaupt schauen, wie der... Ach, okay. Naja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Dann machen wir das jetzt hier gerade so. Aber da kommt richtig was rum, habe ich so das Gefühl, als wenn die Schwart wirklich sehr, sehr groß ist. Obwohl das Feld ja überhaupt noch nicht bearbeitet ist. Und mit dem Krone bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Also auch nicht verkehrt, das Teilchen. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was. Okay. Dann fahren wir hier nochmal außen rum, weil das ist dann leichter für die Presse. So, dann packen wir ein. Dann fahren wir hier lang. Und dann geht's zum nächsten Grasfeld. Wir haben zwei Grasfelder und zwei Felder für Getreide. Eins ist aber schon abgeerntet. Das heißt, da können wir dann Gerste ansehen. Und auf dem zweiten werden wir wieder Weizen ansehen. So, hier fahren wir mal am Schweinestall vorbei, die uns noch nicht gehören. Und hier werden wir Silageballen machen. Ja, und überall sind ja Bäume. Bei dem Feld übrigens habe ich die Feldzufahrt als solches nicht gefunden. Aber das tut der Sache keinen Abbruch. Deswegen kommen wir ja doch hier rein. Oh, jetzt muss ich mal was schauen. Jetzt bin ich mal gespannt. Achtung. Ich bin mal gespannt, ob der Kalle da oben wieder was versteckt hat. Irgendeine Tafel. Ist immer ein Freund der Tafeln. Nee, hier oben hat er jetzt nichts versteckt. Okay. Denn auf der Alteiche, da gibt es ja einen Hochsitz der anonymen Erdbeermilchtrinker. Huch. Da müssen wir nochmal zurücksetzen. Das haben wir jetzt nicht sauber gemacht. So. Der anonymen Erdbeermilchtrinker. Ja. Denn auf der... Ja, was ist denn los hier? So, jetzt müssen wir das aber von hier machen. Jetzt sind wir einfach wieder zu großzügig. Denn auf der Alteiche gibt es ja eine Erdbeermilchproduktion. Und da hat er dann sich tatsächlich gedacht, machen wir hier eine Tafel rein in den Hochsitz. So, jetzt aber. Ja, ein bisschen weiter weg. Dann ist es, glaube ich, auch besser. Dann sieht man das besser.
So, ist da was drin? Nö. Aber es gibt ja noch eine andere wichtige Tafel, da können wir mal später hinschauen. Und zwar mit den Projekten vom Kalle, die er hier im LS22 gemacht hat. Und das ist jetzt schon beeindruckend. Aber das schauen wir uns dann gleich an. Aber jetzt machen wir erstmal hier das Vorgewände fertig. Und ich habe noch nicht rechts oben gesehen, ob sich denn in der Zwischenzeit der Deutz gemeldet hat, dass der Tank voll ist. Habe ich da was verpasst? So. Fahren wir mal hier rum und dann lassen wir ihn hier mal die entsprechenden Bahnen fahren. Mal schauen, ob er das hinkriegt. Na, ein bisschen noch zurück. So ist gut. Und ab die Post. Und wir schauen mal in der Zwischenzeit, ob wir ihn abfahren müssen. Nein, 76, ihn müssen wir noch nicht abfahren. Aber wir müssen da bald mal eingreifen. Das merke ich schon. Die Reste aufsammeln sozusagen. Aber zuvor springen wir mal. So, von wo denn am besten? Einmal hier durchs Dorf und dann zeige ich euch nochmal eine interessante Tafel, die hier der Kalle versteckt hat. Wobei, richtig versteckt ist es gar nicht. Einmal durch hier durch die Fußgängerzone, durch das, die Gassen von Kallebach. So, hier geht's lang. Und hier gibt's am... Ja, man hört schon die Frösche. Hier gibt es also, danke für deine Unterstützung. Ich weiß, jetzt sieht man es richtig. Die Frühling, die Butchern, die St. Kalle, Rehbach, White Farm, Frühling 2K23. Dann die Alteiche, die wir zurzeit im Livestream zocken. Jetzt hier die Kallebach und so wie es aussieht, hat er noch eine weitere Map hier im Köcher. Die Deichhof, die soll wohl da nächsten oder übernächsten Monat kommen. Das sind die Maps, die er also im LS22 gebastelt hat vom 3.22 bis 7.24. Also sehr umtriebiger Junge, hat 9 Maps hier gebastelt für uns hier im LS22, damit wir auch immer wieder was zu spielen haben. So, jetzt ist da ein Helfer, der ist anscheinend fertig mit der Arbeit. Das dürfte vermutlich der Drescher sein, aber er ist noch nicht voll. Dann werden wir da hinten noch ein bisschen aufräumen, aber wir können schon mal abtanken. So, dann nehmen wir mal alles mit. Da haben wir nichts zu verschenken. So, hier auch noch. Haben wir das hier jetzt nicht abgeerntet? Topliner von Deutz war auch so ein Klassiker mittlerweile hier am LS. So 80, dann würde ich doch sagen, tanken wir mal kurz ab. So, wo ist er denn? Hier ist unser Lizard und ich glaube, den muss ich noch mal modifizieren. Irgendwas passt da nicht, weil der fährt nur maximal 25 km/h. So, der Krone hinten ist offen. Den werde ich, glaube ich, nochmal in die Werkstatt schicken und nochmal modifizieren müssen. So, Dele. Und einmal abtanken, bitte. Hervorragend. Ja, sehr schön. Dann machen wir vielleicht schnell noch ein Thumbnail, während er gerade so schön am Abtanken ist. Jo, und zack, ab die Post. So, dann haben wir hier natürlich wieder einen Drehschemel. Das bietet sich aber an hier auf dieser Map, damit man besser um die Kurven kommt. Aber wir müssen dann wieder ein bisschen aufpassen, wie wir fahren. Denn natürlich ist das jetzt wieder nicht alles ganz so einfach. Dann stellen wir den da oben mal an den Waldrand.
Hervorragend. Motor aus. Ruhe. Und ab die Post. Sehr schön. Und das müsste ja der Helfer hinkriegen. Da bin ich mal sehr, sehr optimistisch und zuversichtlich. Okay, was macht er hier? Naja, okay, das passt soweit, glaube ich. Da kommen wir damit schon zurecht. Dann würde ich doch sagen, gehen wir in die Ballpresse. Jetzt brauchen wir natürlich die Hilfe wieder, weil wir wollen ja gucken, wie groß sollen die Ballen sein. Heieieiei. Naja gut, wir werden das Ganze in den Futtermischer werfen und ich glaube, vielleicht bietet es sich an, erstmal kleinere Ballen zu machen. Wir können bis 180 cm, aber wenn wir kleinere Ballen nehmen, 180 sind meines Wissens fast 9000 Liter, und dann kriegen wir, glaube ich, ein Problem mit dem Einwerfen. Machen wir erstmal kleinere Ballen, dann sind wir auf jeden Fall safe. So. Dann schauen wir mal, auch hier gibt es ja automatisches die Ballenpresse anschalten und ablegen anschalten, den Pickup runter und dann geht es los mit dem Krone. Und der hat, glaube ich, eine einigermaßen große Aufnahme. So, dann schauen wir mal, wie groß die Ballen werden, wie viel Liter. Okay, 4500, denke ich. Ja, aber damit werden wir erstmal arbeiten, dann sind wir safe. Bevor wir wieder zu große Ballen produzieren, die wir dann nicht in einer ordentlichen Stückzahl. Denn 4500, zwei Ballen sind 19. Zwei Ballen sind 9, vier Ballen sind 18. Ja, und dann haben wir nämlich genau das Problem. Dann kriegen wir nämlich den fünften Ballen nicht rein. Okay, da müssen wir mal schauen, dass wir dann vermutlich die Silageballen vielleicht eine Nummer größer machen. Denn 4, 9. Ja, und dann machen wir nämlich die Silageballen. Ich glaube, da ist die Nextgröße 6,5. Ja, und dann müssten wir eigentlich hinkommen. Denn 4,5 dann auch noch für den Strohballen. Dann sind wir bei 13,5, 14, 20.000. Das müsste dann passen. Dann machen wir einfach die Silageballen eine Nummer größer. Und dann kommt die Sache wieder hin. Ja, da muss man schon ein bisschen rechnen und aufpassen. Sonst haben wir wieder ein Problem. Oha, okay. So, wir werden das später dann wieder mit dem Teleskoplader und dann wieder mit unserem Autoload-Krone, aber dann immer wieder im Halb-Autoload, sage ich es mal so. Das heißt, dass wir die Ballen auf jeden Fall dann zum Anhänger bringen müssen. Und so, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ja, dass wir die Ballen eben zum Anhänger bringen müssen und dann aber mit Autoload dann automatisch aufladen, damit wir dann eben keine Probleme bekommen hier beim Sortieren, denn ich glaube, wir kriegen nur 6 Ballen drauf. So. Ja, der eine Ballen rollt hier. Eieieiei. So, das Problem ist natürlich mit der manuellen Schaltung, dass wir dann immer beim Vorwärts-Rückwärts ein bisschen warten müssen. So, und irgendeiner hat jetzt die Arbeit wieder erfolgreich beendet. Augenblick, wir schalten mal kurz hier aus. So, wer denn? Ah, schauen wir mal. Ist er wirklich fertig? Ja, da haben wir noch ein bisschen übrig.
Weil ich denke mir nämlich, dass der Case noch unterwegs ist und noch Ballen macht. Nicht Ballen, dass der noch Schwart macht. Aber wie gesagt, was die Ballengrößen angeht, also die Strohballen dürfen auf keinen Fall größer machen, denn die Strohballen, da dürfen nur maximal 5000, weil sonst kommen wir da wieder nicht hin, wenn wir dann eben im Futtermischer dann das ganze Zeug mit Ballen zusammenwerfen. Also wie gesagt, da muss man ein bisschen durchrechnen, ein bisschen aufpassen, da darf man nicht die größten Ballen nehmen, sonst passt das wieder nicht. Also kommen wir auf jeden Fall mit 4500 hin, da müssen wir hier die kleinen Ballen machen. Und wie gesagt, bei Silage schauen wir mal. Ich denke, die 150er müssten 6500 haben. Und die 180er, denke ich, entweder 7,5 oder sogar noch mehr. So. Hervorragend. Dann haben wir ja fast 10.000 Liter runtergeholt. Sehr schön. Dann schauen wir mal, dass wir das Ganze hier in unser Silo bringen. Dann testen wir mal an, wie das funktioniert. Ja, tut sich aber schwer, ne? Also wie gesagt, darum müssen wir noch ein bisschen dran basteln. Da werde ich noch was einstellen müssen. Weil jetzt kommt er ja gar nicht vorwärts mit 17 km/h. Normalerweise 25. Ja, das schaltet irgendwie nicht hoch in die nächsthöhere Stufe. Habe ich so den Eindruck. Okay. So, dann können wir hier reinfahren. Und Abkippseite ist hoffentlich hinten. Okay, da bin ich mal gespannt, ob wir da oben Kollision haben oder sollen wir lieber gleich. Machen wir mal links. Huch. Da sind wir doch glatt angedotzt. Ja, wie gesagt, hier ist alles ein bisschen eng. So, mal abkippen. Hervorragend. Sehr schön. So, dann soll das wieder mal gewesen sein für die heutige Folge, für den heutigen Kallebach-Einsatz. Wir sind auf der Map vom Kalle, die neueste, die er jetzt veröffentlicht hat, und werden hier mal ein bisschen antesten, diese Map. Zweiter Teil, und es wird noch weitergehen. Wenn es euch gefallen hat, dann natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, Cheerio, bis zum nächsten Mal.